Verändert, denn auch zu Hause haben die Letten sicher nicht, bei weitem nicht die spielerischen Möglichkeiten, die Salzburg zur Verfügung hat. Salzburg bleibt trotzdem, sollte diese Partie bei dem Spielstand bleiben, immer noch großer Favorit. Aber passieren kann immer was. Das hat die Vergangenheit gezeigt und jetzt ist er drinnen. So, 82,5 Minuten hat es gedauert. Jonathan Soriano, die große Erlösung. Einmal hat er den Platz in der Mitte, das reicht, ein abgefälschter Schuss, 1:0. Zeit wird's für den Treffer. Und jetzt ist er geschlagen, Pavel Storosevs. In dem Fall kann er nicht einmal was dafür, gar nichts dafür, doppelt abgefälscht. Ping-Pong, Hand war auch noch kurz dabei, aber das ist in dem Fall unerheblich. Der Ball ist drinnen im Kasten.